Komm schon, schwing die Hufe. Du musst in den Buckingham Palace. Nur da gibt es Waffen und Nachschub. Auch wenn dort Infizierte rumlungern. Und mit dieser Begrüßung von unserem guten Auftraggeber heiße ich euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Zombie U. Heute mit Facecam. Ja. Frag mich nicht, ich habe mir jetzt eine neue Kamera besorgt bzw. ausgeliehen. Du musst rein in den Buckingham Palace. Nur so kommen wir an bessere Waffen und Vorräte. Selbst wenn es von Pestbeulen wimmelt. Okay. Müssen wir erstmal finden, beziehungsweise sollen wir erstmal einen Weg finden, dorthin zu gelangen. Vielleicht mit dem Fahrrad, das wäre die schnellste Möglichkeit, aber ich denke nicht. Von daher gucken wir uns erstmal noch ein bisschen um und dann werden wir weitergehen zum Buckingham Palace. Wie gesagt, im letzten Part wurde unser Safehouse angegriffen. Unsere schöne Bruchbude. Ja, von einer ganzen Zombie-Armada. Es war mal was Neues, muss ich sagen. Es kam sehr überraschend und das hat mir gerade so gefallen. Deswegen, das fand ich nice, dass man mal so den Schockeffekt hat. Alter, dein Haus wird angegriffen, beschütze es. Und dann dachte ich mir, boah, geil, das ist ja mal was komplett Neues. Das hat mir gefallen, auch wenn es ein bisschen schockierend war. Also, der Part auf jeden Fall. Wenn wir auf jeden Fall... ich fand ihn ganz gut, ich fand ihn ganz lustig, sagen wir mal so. Den Hammer haben wir, wie es aussieht, noch. Wir müssen jetzt, kann ich euch jetzt zeigen, berühren da so mäßig. Deswegen, sehr schön gemacht. Und die Tür ist offen, weil wir haben Blut an der Brust. Oh. Und falls ihr es gerade nicht gesehen habt, beziehungsweise... Oh Mann, lass mich das doch aufheben. Da kann es daran liegen, dass ich die Kamera ein bisschen verstellt habe beim Rendern. Das kann möglich sein. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal eine Testaufnahme gemacht. Dort hat alles geklappt und das heißt... Awesome! Jetzt mit Facecam für immer und ewig werdet ihr mein schlimmes Gesicht neben Zombies sehen müssen. Ja, wie gesagt, Ladevorgang. Das Tor öffnet sich, beziehungsweise die Rolltreppe öffnet sich wieder. Das ist doch schön. Und mal gucken, wo kommen wir denn raus, beziehungsweise wie kommen wir denn zum Buckingham Palace? Kein Zombies hier unten irgendwo. Es freut mich also, dass hier keiner mehr ist. So haben wir leichtes Spiel und die Zombies können sich den Arsch ablachen, ey. So, hier vorne ist irgendwas aber. Also das sind Ratten nur, okay. Die können wir auch abknallen. Mal gucken, ob es da was zu essen gibt oder sowas. Oh, hier gibt es Rattengulasch, genau. Zielen! Feuer. Die Ratte ist kaputt. Dich auch noch, Alter. Wir sind der Rattenfänger von Hameln. Wer den kennt? Props. So, erstmal hier Nachmunition. Nachmunition, genau. Nachladen. Und dann kannst du gleich weitergehen, würde ich sagen. Wenn wir auch nochmal berichtig gehen würden. Und viele haben sich beschwert, dass man angeblich in dem Spiel nicht rennen kann. Man kann natürlich rennen. Seht ihr hier jetzt bei mir, wie schön ich hier durchrase durch das ganze Spiel. Deswegen, hier ist doch keine Zombie gerade in der Nähe, deswegen kann ich auch so durchrennen. Alles wäre anders gekommen, hätte man auf John Dee gehört. Aber als er sah, was uns bevorsteht, war Elizabeth bereits tot. Und Jakob der Erste hatte nichts übrig für Propheten und Alchemisten. Er war so von schwarzer Magie besessen, dass er ein Buch über Dämonologie schrieb und Hexenjäger durchs Land schickte, um Hexen und Zauberer zu verbrennen. Die musste sich verstecken. Ach, diese Okay, die Queen ist tot, wie es aussieht. Und der Typ auch. Wir haben gerade einen schönen Action verpasst. Das ist eine U-Bahn, wie es aussieht. Wo kommt das Geräusch denn her? Achso, hier liegen noch ein paar Penner. Die schlafen hier wohl. Oder versuchen es wenigstens, ich weiß es nicht. Ah, hier sind ein paar mehr Leute. Ich lege die alle mal lieber um, bevor uns die noch verfolgen könnten, sollten. Das ist, glaube ich, besser. Und die Türchen macht so einen Lärm. Können wir irgendwas plündern hier? Da stand doch gerade irgendwie was. Ne. Können wir hier durch? Nö. Hier können wir auch nicht durch. Von daher laufen wir gleich. Können wir in unsere Chefkabine vielleicht gehen? The End. Nein, können wir wohl nicht. Egal, dann gehen wir raus hier. Raus aus dem guten Shoppen. Da, 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 da. Öffnen! So, sind wir jetzt in der Kanalisation? Sieht's aus, oder? So, Leiter benutzen. Auf nach unten hier. Zack, zack. Und wo sind wir jetzt? Bitte kein Zombie hier. Sieht schon so einladend aus. Da haben wir ein Loch in der Wand. Sonst ist hier wohl gar nichts, wie es aussieht. Von daher gehen wir gleich mal hier durch und... Ach du Scheiße, was geht hier denn ab, ey? Graffiti! Oh Gott. Das ist Magie. Wirklich. Okay. Interesting thing auf jeden Fall. Verlassen wir den Raum.
Buckingham, Bond Street, Covent Garden, Shadwell, Hyde Park Corner, London Bridge, St. Paul's. Ich mag den Ladebildschirm. Irgendwie hat er was. Die Musik macht Gänsehaut und alles ist genial. Deswegen, das flasht mir so ein bisschen, muss ich schon sagen. Erreichte der Eingang des königlichen Bunkers. Erreichte die Tore des Buckingham Palace. Sind wir jetzt wohl in einer Kanalisation, wie es aussieht? Beziehungsweise so eine Art Kanalisation. Ach, Penner-Style, hier, wo jemand übernachtet. Boom, dish, mein Running Gag. Geil. Gefällt mir. Was haben wir denn hier? Hier ist bestimmt noch irgendwo ein paar. Beziehungsweise hier sitzt bestimmt noch irgendwo ein Zombie rum. Kann ich mir nicht vorstellen, dass hier keiner ist. Gerade in so einer schönen Gegend hier. Mal scannen hier. Auf Lautkarte ist hier keiner. Boah, Alter, ey. Boah, Alter, ey. Die Umgebung ist hier echt krass. Und ja, hier könnte um jede Ecke einer sein, ey. Zum Glück nicht. Alter, Spiel, ey, wehe. Hier ist auch nix, beziehungsweise noch nix. Ne, hier ist gar nichts. Hier haben wir eine Kamera. Das heißt, hier muss irgendwo ein Verteilerkasten ja sein. Oder? Haben wir gar keinen. Das wäre mal... Oh. Krasse Scheiße. Haben wir einen Verteilerkasten irgendwo, Sir? Eine Tür können wir ja analysieren, aber mehr auch nicht, wie es aussieht, oder? Das hier können wir auch analysieren. Nee. Das war's. Wir können leider nur die Tür analysieren. Dann gehen wir auch mal gleich hier durch. Und hier ist auch gleich irgendein Viech. Ich merke es auf dem Radar. Der Palace hat seine Vorzüge. Das ist nicht nur ein Gebäude, das ist eine Festung. Ein Hochsicherheitstrakt. Du kannst deinen Arsch verwetten, dass die jede Menge Waffen und Munition bunkern. Alles klar. Wir haben schon unseren ersten Freund hier gefunden im Buckingham Palace. Ich glaube, es war der Oberoffizier. Wir nennen wir ihn einfach mal. Keine Ahnung. Oberoffizier. Oh! Junge! Erschreck mich nicht! Alter. Scheiße! Bah! Kam der da aus der Ecke her, ey? Dreckiger Spasti, ey. Ich hab mich mega erschrocken, ey. Kommen wir hier durch? Dietrich erforderlich, okay. Das klingt ja alles ein bisschen weird, wie es aussieht. Und ich habe einen Frosch oder irgendwas ähnliches. Oh, wow, wow, Wasser, Wasser, Wasser. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Nichts. Was haben wir hier denn Schönes? Verschlossene Tür. Ja, da ist ein Riegel vor, wie es aussieht. Scannen wir mal die Umgebung. Im Nachbarraum soll irgendwas sein. Hier. Da ist auch tatsächlich, da ist so eine kleine Luke. Alter, seht ihr das da auf dem Boden? Seht ihr das? Diese markanten Wasserzüge. Sehr episch. Sehr episch. Und ja, hier soll was sein. Laut Karte ist hier was. Knarre zücken. Feuer. Oh. Ich bin etwas zusammengezuckt, aber ich wusste ja, dass hier was ist, du Spasti. Ey, die hatte was. Eine Cola-Dose. Jawohl. Schön. Freut mich. Eine Cola-Dose wenigstens. Der hatte... Oh, der hatte was Neues. Was ist das denn? Das ist ein Energy-Drink, denke ich mal. War das? Nehmen wir auch mit. Ja, ein Energy-Drink war das. Schöne Sache. Da haben wir auch schon mal... Alter, warum paddelst du hier durch die Gegend? Ey, geh mal weg da. So, hier schön Blut durch die Gegend. Da, la, la. Aber jetzt war's. Ich glaube, wir können die Leiter auch hier hochgehen. Mit unseren blutigen Händen. Das sieht so aus, als ob wir hier voll die Leiche wären. Hä? Laut Karte soll hier aber noch was sein. Laut Karte ist hier noch ein Toter. Wir haben den nie gesehen. Einigen wir uns drauf. Laut... Ach du Scheiße, hier ist viel. Hier ist sehr viel. Scheiße, hier ist überall was. Warte, Leute. Ich muss kurz die Lampe aufladen, ne? Das wird mir zu high-ristic hier. Eindeutig. Das wird mir sonst zu krass.
Gut, ich übersteuere mega krass, das ist gut. Nein, das ist natürlich nicht. Von daher, Lampe wieder an und rein da jetzt. So, weh, da ist einer. Waffe gezückt. Falls da einer kommt, der kriegt dir gleich... Boah, Alter, ist das mies hier, ey. Ist hier was? Hier soll sehr viel sein. Hier unten ist auch noch ein Weg. Wollen wir da lang oder wollen wir hier lang? Also laut Karte ist dahinter die... Ne, laut Karte ist dahinter mega viel. Dann Zombies und alles. Ich glaube, wir wollen woanders lang. Hier lang? Ist da was? Ich hoffe nicht. Boah, Alter, ey. Ist das mega mies. Gut, da kommt nichts. Alles klar. Und wir sind wieder am Freien, wie es aussieht. Und hier sollen auch wieder ein paar Zombies rumstreunern. Was haben wir hier denn? Boah, Magas, ey. Scheiß Raben, ey. Mal ein Zombie. Da oben ist schon mal ein Freund von uns. Die krabbeln da oben drauf rum. So, komm her, Alter. Ich hab keinen Bock auf euch. Kommt her. Noch sind keine auf dem Radar. Kommt es, weil der über uns war, oder? Was regnet? Mega krass, ey. Man hört auch sehr schön die Regengeräusche, ey, muss ich sagen. Ey, das war ja traumhaft. So ausrüsten mit unserem Paddel. Und rein geht's hier in die Stube des Löwen. Hier ist was. Hier ist was. Walalala, die Armee ist da, hallo. Okay, der ist tot und... Ach, die englischen Wachen kommen auch. Ich hab nichts gemacht, ihr dürft euch doch gar nicht bewegen. Wo ist euer Hut? Der ist cool. Plündern. Nichts. Da ist noch irgendwo einer hier rechts gleich. Den besuchen wir auch gleich mal, würde ich sagen. Wo ist er denn? Ach, hier können wir gar nicht lang, okay. Da ist hier wohl keiner. Da steht auch eine Wache, falls ihr seht, die wollte an den Bunker rein. Hallo Wache. Hallo, wir sind Zero. Freut uns, die Bekanntschaft zu machen. Gleich nachladen. Das ist ja auch geil, dass das so angezeigt wird. Das wusste ich jetzt nicht. Deswegen, das gefällt mir. Hier soll irgendwo noch eine sein. Boah, scheiß Rabe, ey. Hier soll aber noch irgendwo was sein, angeblich. Also angeblich sollen hier noch ein paar... Achso, diesen ganzen Raben, ey. Die sind scheiße, ey. Wisst ihr das? Nee, es ist alles weg hier. Okay, dann sind alle tot, wie es aussieht. Wie es aussieht, genau. Wo ist unsere Wache hier? Die Leiche davon. Ist die weg? Ach, hier hat sie sich hin verschleppt. Ja, wie ist es denn da hingekommen? Du hast auch nichts für mich. Geil. Gut, würde ich sagen, gehen wir mal in das Haus hier rein. Barrikade entfernen. Machst du kaputt, Mädel. Immer noch Blut in der Brust. Ich hab dir nichts getan. Boah, Alter, ey. Chill, der Junge, nochmal. Wir haben sogar Blut an der Cam, seht ihr das? Heiße Sache. So, Tür wird zugemacht auf jeden Fall. Barrikadieren tun wir die nicht, da ich da ein bisschen vor Angst habe, muss ich sagen. Und wir denn? Wir durchstöbern mal dieses Haus hier. Das sieht nämlich aus wie unser Zielort. Oder wie unser vorzeitiger Zielort. Aufheben. Zeitung. Ja klar, bei einer Zombie-Apokalypse lest man natürlich auch etwas Zeitung. Modell N4 MK1 Karabiner? Karabiner-Munition. Was ist das denn? Ich guck mal. Unsere Lampe ist gleich aus. Wir machen kurz mal aus hier. Was war das denn? Was haben wir hier Schönes? Also, Modell N4 MK1 Karabiner. Feuerkraft 134. Okay, mal gucken, wie viel unsere Waffe jetzt hat. Wir können ja mal so vergleichen, sag ich mal.
Okay, die hat mehr Feuerkraft als unsere normale Waffe. Ich glaube, das ist eine geile Waffe. Von daher rüsten wir sie auch gleich mal aus. Hör ich das richtig? Fuck, 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 fuck. Die wollen hier rein. Wir zücken unsere Waffe. Wer kommt, wird sterben. Die kommen hier rein. Die kommen hier rein. Die wollen mich. Die holen uns. Vielleicht haben sie uns. Die Tür. Da ist er. Bam. Die, man. Fuck. Rüste aus. Unser Paddel, ey. Unser Cricket-Schläger hier. Zack. England-Style. Ist hier noch was? Ne. Den Typ haben wir locker erschossen. Jo. Oh, der hat Munition bei sich. Nice. Gleich in die Waffe reinschmeißen. Okay. Haben wir sonst noch was hier in einem Öffnen? Achso, das war die Tür, alles klar. Hier haben wir eine Verteilerkasten, wie es aussieht. Von da scannen wir die einfach mal. Ach, wie gescannt auf Doom. Haken, haken, genau, haken. Status-IP gespeichert. Und die Karte leuchtet auf. Okay, wir haben jetzt auch wieder, wie gesagt, eine Karte auf dem Bildschirm. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. So ein bisschen. Ich hoffe einfach mal. Deswegen, liegt hier sonst noch irgendwas rum, was wir gebrauchen könnten? Bretter zum Barrikadieren, okay. Das ist ja was wenigstens. Sonst ist hier, glaube ich, nicht viel zu holen. Es sind auf jeden Fall noch ein paar Zombies hier um uns rum. Ich sehe es ja auf der Karte. Und hier, ich würde sagen, wie viel haben wir aufgenommen? Ich würde sagen, wir machen auch gleich Schluss. Wir gucken noch mal kurz, was draußen hier abgeht. Okay, hier ist Wasser. Erreicht den Eingang des königlichen Bunkers. Erreicht den Eingang in der Kanalisation. In die Kanalisation, okay. Also, es sieht nicht so aus, ob hier irgendwelche Zombies wären, aber da liegt doch wer. Achso, der wollte auch gleich aufstehen, von daher lassen wir liegen. Bleiben Sie liegen, ich bin Arzt! Bleiben Sie liegen! Und der hatte nicht mal was bei sich, ne? Herzliche Scheiße, ist dort. Das ist doch kacke. Wenn meine Freunde hier nicht mal was für uns dabei haben. Da liegt noch ein Freund, seht ihr das? Also die liegen hier alle nur rum. Finde ich ja ziemlich geil. Von da ziehen wir unsere Waffe und knallen mal vor den Kopf rein. Komm her, Papa. Vor den Kopf. Vor den Kopf. Und damit ist der Kopf ab und der Rabe weg. Schön. Was hat es denn bei dir, mein Freund? Sieh dir die armen Schweine an. Das war nur ein Rabe? Hierher geströmt, weil sie dachten, die Royals würden sie schützen. Aber das Establishment kümmert sich nur um sich selbst. Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Vergiss das nicht. Okay, was hattest du bei dir hier? Gar nichts? Nö, geil. Joa, ich würde sagen, meine Freunde, ich gehe nochmal wieder in unseren kleinen Bunker rein. Unser kleines Häuschen. Kam da was? Da kam sogar wer. Hallo, mein Freund. Du hattest ja... Wow, der hat einen Helm auf. Scheiße. Können wir dir nichts antun, oder was? Nee. Doch, den können wir was antun. Ah, man muss erst den Helm abschlagen. Die werden intelligenter. Seht ihr das? Das ist ja mal auch eine ganz geile Idee, muss ich sagen. Die Zombies schlauer zu machen, sozusagen. Mit Helm auszurüsten. Deswegen, das war ja so eine Squad-Einheit, denke ich mal. Aber genug der Worte, meine Freunde. Ich würde sagen, das war's heute schon für Zombie U. Viel Action und ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall nicht. Ich habe viel geweint. Und ich würde sagen, meine Freunde, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt Let's Play Zombie U. Das Spiel mit dem Musik. Da kommt noch jemand zu uns hier, der will nochmal Süßes, sonst gibt's Saures. Ja, hallo, ich mach doch schon die Tür auf. Was gibt's denn, Officer? Ich bin kein Officer. Ist okay. Was gibt's denn, Man? Ich hoffe, ich hab... Oh, tut mir leid. Ein bisschen Munition nochmal, nehmen wir gerne mit. Dankeschön. Also Munition vor der Haustür nochmal, wie gesagt. Und jetzt aber wirklich, meine Freunde, haut rein und bis zum nächsten Part Zombie U. Ich werde irgendwie einen Speicherplatz suchen. Wenn nicht, dann werde ich noch ein Part aufnehmen. Deswegen, aber ich glaube eher, ich werde erstmal gucken, wie das mit dem Bearbeiten klappt, dieser Cam. Deswegen, haut rein, bis zum nächsten Part und sonst gibt's Saures. Ciao.